let your kids watch it. Warning. The stunts in this movie were performed by professionals, so for your safety and the protection of those around you, do not attempt any of the stunts you're about to see. Willkommen und hallo Freunde der Gepflichtenunterhaltung zu einer Folge Euro Truck Simulator ITS 2 Juggeline. Es geht weiter. Ich habe mal geschaut, wie viele Kilometer wir überhaupt noch zu fahren haben. 231 oder sowas. Fahrzeit ungefähr 3 Stunden 15. In 4 Stunden, sagt der Disponent, sollen wir da sein. Falscher Knopf. So. Das heißt, theoretisch, nichts mit Verfahren. Ich bin mal wieder knapp dran. Luftdruck ist auch schon wieder gefallen. Alles Katastrophe. Jagelline, wir müssen Gas geben. Wir haben keine Zeit. Wenn wir pünktlich sein wollen, müssen wir jetzt hart am Gas bleiben. Kein Schnickschnack, kein Fehlefanz mehr, kein, wir bremsen auch nicht für Tiere oder so. Ja, natürlich machen. Für Tiere bremsen wir. Aber nicht für andere Verkehrsteilnehmer. Die müssen zusehen, wo sie bleiben. Auf die kann ich jetzt keine Rücksicht mehr nehmen. Wir haben noch keine Zeit. Das muss hier jetzt fluffig gehen. Zack, zack, zack. Avanti, avanti, oder wie der Italiener sagt, ne? Avanti, avanti. Eieieiei. Ich dachte, die Südländer nehmen das hier alle so ein bisschen, ne? So, komm ich heute nicht, komm ich morgen? Nee. Zacki. 4 Stunden Restzeit. Zack, 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 zack. Eieieiei. Nur Druck, nur Stress, ey. Apropos Druck. Ja, Luftdruck ist wieder. Also immer wenn ich den Motor ausmache, verliere ich unwahrscheinlich viel Luftdruck. Ich glaube, ich muss mal mit dem DAF in der Werkstatt. Vielleicht habe ich mir irgendwas beschädigt, als ich neulich irgendwann mal gegen irgendeine Schranke gefahren bin. Also, behauptet man. Ich glaube, ein Video gibt es da nicht drüber. Darf man 80 durch die Maut? Ich glaube nicht. Ich glaube, das habe ich alles rausgeschnitten. Ja. So. Schon wieder ein Tunnel. Ich weiß gar nicht, was die Italiener haben, weil sie haben hier so eine schöne Landschaft und bauen Tunnel. Da siehst du ja gar nichts von der Landschaft. Siehst du hier nur graue Betonwände? Italiener. Was ist los mit denen? Dafür hat die Polizei Lamborghinis, so. Immerhin etwas. Mann. Und dafür, dass der Italien hier am Mittelmeer liegt, habe ich bis jetzt vom Meer noch relativ wenig gesehen, wenig bis gar nichts. Hier gibt es ja nur Hügel. Hügel, Berge, ups, Tunnel, schon wieder ein Tunnel da vorne. Aber mehr war noch nicht dabei, du. Ja klar, komm, Tunnel. Ich dachte, wir können eine Jacqueline hier nachher noch mal ans Meer bringen, weißt du? Noch ein bisschen Bikini gucken. Das wäre so, aber ne. Bikini ist nicht, weil ich brauche hier ja eine Bergsteigerausrüstung. Ne? Ja, brauchst du sowieso, wenn sie auf mich drauf. Ich habe nichts gesagt. Eigentlich noch Kaffee hier? Oder wie schaut es denn aus hier? Ja. Oh, jetzt noch Kaffee schlafen. Fantastisch. Oh, hier, Cantanzaro. Ich glaube, so
Oha. Oha. Jacqueline, wir müssen mal Tempo drosseln. Ich würde mal sagen, da ist Feueralarm. Ich habe auch keine Zeit zu gucken. Oh, Gast gegen mir. Feueralarm. Aber ne, der Kollege konnte noch absatteln, haben wir gesehen. Die Zugmaschine konnte gerettet werden. Meine. Das ist ja unglaublich. War bestimmt die Mafia, die hat ihn in den Reifen geschossen, der ist in Flammen aufgegangen. Aber ich glaube, der hat auch noch Gefahrgut, das war ja ein Tankauflieger, ne? Hat einer nach Gefahrguttafeln bei ihm geguckt? Nicht, dass wir hier so gleich im Radius von 5 Kilometern noch mit Stichflammen zu rechnen haben. Wenn das Ding dann hochgeht. Das wäre es auch noch, ne? Explodierende Tankauflieger im ETS 2. Und dann haben wir hier auch noch einen Ego-Shooter. Aber gut, dass der auch nicht im Tunnel stand. Oder hätten wir ihn nicht gesehen, der wäre ja auf der anderen Seite des Tunnels gewesen. Wir hätten so bestimmt alles gesperrt, Jacqueline, und wir wären zu spät gekommen. Wir kommen doch nie zu spät. Also ich meistens zu früh und die Ware meistens termingerecht. Manchmal. Oh, schon wieder ein Tunnel. Ich drehe doch nicht um. Gucken wir uns nochmal schnell die Landschaft an hier. So. Da. Und dann geht es gleich wieder in den Tunnel. Ah, Tunnel fahren. Aber Navi sehe ich aber auch das Ziel noch nicht. Ne? Das ist wahrscheinlich schon wieder so außerhalb, oder? Hä? Ich weiß gar nicht, wo wir unsere Kartoffeln hinbringen, wie der Kunde da hieß. Italienische, römische Kartoffeln aus Rom, irgendwo nach Süditalien. Und immer voll dann voraus, ich habe doch keine Zeit. Das Einzige, was mich beruhigt, ist nach 22 Tonnen der DAF. Der zieht. 530 PS, ne? Das sollte er auch schaffen. Das sollte er schaffen. Jacqueline, ich dreh durch. Ich glaube, da hinten ist das Meer. Meer. Wasser. Bikini raus. Alles wird gut. Oh, ich wusste, das wird alles schön. In Italien wird alles schön. Ich wusste es. Ah. Ja, noch einen Kaffee trinken hier. Ah, schmeckt der Kaffee gleich doppelt so gut. Denn so an Uhrzeit jetzt um 12:45. Ah, das wird knapp, fürchte ich. Das wird knapp. Katastrophe. Katastrophe. Aeroport. Das wäre es, wenn wir jetzt auch noch die Kartoffeln zum Flughafen bringen. Als ob Rom nicht einen eigenen Flughafen hätte. So. Nicht ganz so schnell, ne? Nicht, was es unseren Kartoffeln noch schlecht wird. Aber ich muss feststellen, ich habe mich noch nicht so sehr verfahren, ne? In Italien. Wer die Videos über das Baltic DLC gesehen hat, war ich eigentlich König im Verfahren. Ne? Ich glaube, da hatte ich auch teilweise zwei Navis und die haben mich auch alle in die Irre geführt. Puh. So, Konzentration hier jetzt.
Nee, zum Flughafen geht es erstmal nicht. Okay. Flughafen lassen wir rechts liegen. Diese, oh, ein bisschen. Puh, landschaftlich ein bisschen flach. Flach, ne? Flacher hier. Ich glaube, ich fahre zu schnell. In ihrem Lamborghini kriegen die mich nicht. Kein Problem. Der DAF ist natürlich viel, viel schneller. So. Natürlich. Noch mal ein bisschen Tunnel fahren. Ja. Upsi. Ich bin bemüht. Ich kümmere mich drum. Kein Problem. Ich habe es befürchtet. Es war ja nicht anders zu erwarten. Katastrophe. Aber wir sind schon mal in der Ortschaft. Die Ortschaft haben wir schon. Alles wird gut. Spurverengung. Schönen guten Tag. Oh, der Kunde ist zum Glück auch nicht mehr so weit. Ne? Das sieht so aus, als ob wir gleich da wären. Hier nochmal rum, da nochmal weg. Hier abbiegen. Tag. Guck mal, hier schon wieder links ab. So, sozialistischer Plattenbau hier, ne? So, hier rum. Nochmal auf, schalten. Hier, Cargo. Das wird sein, ne? Tag. Hallo? Man öffnet uns auch das Tor. Jacqueline, das läuft alles Optimum hier für uns. Ich glaube, wir sind auch noch fast pünktlich. So. Wo soll er? Ah, da. Da leuchtet's. Da müssen wir hin. So, Dille. Platz haben die ja jetzt auch nicht so viel auf ihrem Hof, ne? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das sieht nicht so schön aus. Das müssen wir wohl anders regeln. Jacqueline. Irgendeiner hat den DAF gegen den Zaun gesetzt. So. Oh, mal gucken. Hat keiner gesehen. Ich schneide alles raus. Sauber. Wenn man sonst immer hier mit Lenkachse Tieflader gefahren ist, ist das jetzt auf einmal auch alles wieder ganz, ganz anders. Katastrophe. Es ist Katastrophe. Hier, der Ästhet will das natürlich auch gleich wieder alles richtig haben. Ne? Falsch rum. Jetzt aber. So. Ich sehe nichts mehr. Ich sehe nichts mehr. Ich sehe schon, ich komme nur zu spät, weil ich das mit dem Einparken nicht hinkriege. Kann auch nicht so schwer sein, so auf hier. Naja, schön ist anders, ne? Dort haben wir mal irgendwie besser hingekriegt, glaube ich. Aber wir sind pünktlich, glaube ich. Wir kontrollieren das. Wir satteln ab.
Ausgezeichnet, selbstverständlich. Wer hätte es anders erwartet? Wir sind nicht zu spät, ne? Alles ist gut. Was? Ich soll hier. Ach so, ja, hier. Exklusiv ist immer gut, ne? Das passt ja zu uns. So, ich würde sagen, mit dieser Bombensensation, dass ich abgesattelt habe, dass ich es auch wirklich geschafft habe, pünktlich zu sein. Dass ich gerade nicht weiß, wo ich meine Liftachse hochkriege. Aha, geschafft. Brauchen wir jetzt nicht mehr, ne? Machen wir wieder hoch. Wir sparen ja Profil und Reifen. Ich glaube, ich muss mir eine neue Werkstatt für den DAF suchen. Wieso habe ich da eine russische Kennzeichen am LKW? Ich kann mir das nicht erklären. Ja, kommen wir jetzt erstmal auf jeden Fall zum Ende dieses Videos. Wenn es euch gefallen hat, dann liked es, abonniert, kommentiert und teilt es. Macht, was ihr wollt. Hauptsache, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Tschüss.